Hallo liebe Teichfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Blog von Wichert und Steher Teich- und Gewässerservice. Heute wollen wir einen Vergleichstest in der Sauerstoffmessung durchführen. Vorab eines möchte ich sagen, bei unserem Testversuch, wir haben keinerlei Werbeabsichten hier, wir möchten keine Firma vergleichen, wir möchten einfach mal für den Anwender die verschiedenen Möglichkeiten der Sauerstoffmessung aufzeigen. Wir haben hier zum einen einen Sauerstofftröpfchentest der Firma Sera, hier einen der Firma JBL und unsere Methode, wie wir messen, mit einer LDO, ein optisches Messverfahren. Weiterhin gibt es noch elektrochemische Sensoren und es gibt die Sauerstoffmessung nach Winkler, was die DIN-Methode ist. Als erstes wollen wir den Sera-Test durchführen. Als erstes auffallend ist hier, dass die Farbskala direkt mit der Gebrauchsanweisung vereint ist. Was ich nicht empfehlen kann, diese Sachen zu fotokopieren. Laminiert es euch lieber ein, wenn ihr Angst habt, dass es nass wird und dass man es nicht wieder verwenden kann. Das ist mein Tipp. Wenn ihr es fotokopiert, kann es von Kopierer zu Kopierer Farbunterschiede geben und ihr habt nicht mehr das richtige Testergebnis. Hier sollen wir jetzt bei dem Sera-Test das Becherglas spülen mit dem Wasser, bis zum Rand füllen, abtrocknen, 6 Tropfen von Reagenz 1, 6 Tropfen von Reagenz 2 zu geben. Anschließend kräftig schütteln, dann das Ganze auslesen anhand der Farbskala bei Tageslicht, aber nicht bei direkter Sonneneinstrahlung. So, unser zweiter Test ist der JBL-Test. Positiv fällt mir hier auf, dass wir gleich eine lasierte Oberfläche haben, wo wir nachher ablesen können, wie viel Milligramm pro Liter Sauerstoff in dem zu testenden Wasser enthalten ist bzw. gelöst ist, und hinten haben wir eine bebilderte Erklärung. Hier sollen wir einfach das Gläschen füllen, 6 Tropfen Reagenz 1, 6 Tropfen Reagenz 2, ...30 Sekunden lang schütteln, anschließend 6 Tropfen von Reagenz 3, dann 30 Sekunden schütteln, 10 Minuten warten und dann ablesen. Und nun als dritte Messmethode ist unsere LDO. Hier ist ein Profigerät vorhanden. Wir haben hier den Vorteil, dass wir das Messgerät einfach in unser Medium eintauchen, die Messkette auslösen und so unseren Sauerstoffgehalt ablesen können. Das Ganze kontinuierlich, somit können wir auch auf verschiedenen Tiefen messen, um so verschiedene Sauerstoffzonen zu erfassen. Ja, unsere Testreihe ist beendet und wir haben wirklich verschiedene Messergebnisse herausbekommen. Ich würde mal sagen, ganz klarer Verlierer leider der Test von Sera. Wir haben hier ein Messergebnis zwischen 4 und 6 Milligramm. Zumindest habe ich es so interpretiert. Man möge mich berichtigen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Das Testergebnis von JBL liegt zwischen 8 und 10 Milligramm pro Liter Sauerstoff. Und unser frisch kalibriertes Messgerät zeigt einen Sauerstoffgehalt aktuell von 9,65 an. Die Range war von 9,5 bis 9,7 Milligramm pro Liter. In unserem Privatanwendertest hat absolut gewonnen der JBL-Test. Ich empfehle trotzdem auch mal eine Messung mittels Sonde durchführen zu lassen, gerade wenn man wissen möchte, ob der Teich homogen durchmischt ist und der Sauerstoffgehalt, den ich gemessen habe, an jeder Stelle des Teiches vorhanden ist. Und jetzt zur Verlosung unseres JBL-Tests.
Wir haben dafür keine Verwendung mehr und der erste Kommentar mit dem Stichwort Sauerstoff wird den JBL-Test erhalten. Einen weiteren Test haben wir mit unserem PA-Meter und dem Schnelltest JBL ProScan durchgeführt und der ist auf unserer Endcard zu finden. Ich würde mich freuen, wenn ihr unser Video teilt, ein Gefällt mir da lasst oder unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.